Vor kurzem haben wir ein Video über den steilen Aufstieg von TCL gemacht. TCL kam erst 2013 auf den nordamerikanischen TV-Markt, aber innerhalb von nur 10 Jahren ist das Unternehmen zum zweitgrößten TV-Hersteller der Welt geworden und hat sogar LG überholt. TCL ist aber nicht die einzige chinesische Marke, die in den letzten 10 Jahren einen enormen Erfolg verbuchen konnte. Eine weitere chinesische Marke, die es zu etwas gebracht hat, ist Hisense. Über weite Strecken des Jahres 2023 lag Hisense sogar vor TCL und war 3 Quartale in Folge der zweitgrößte TV-Hersteller. Und Hisense kam erst Ende 2015 auf den US-TV-Markt, aber das Unternehmen hat einen ganz anderen Weg an die Spitze hinter sich. Obwohl Hisense in den westlichen Märkten ebenso wie TCL ziemlich schnell in die Höhe geschossen ist, hat es sich diesen Erfolg seit über 50 Jahren auf dem TV-Markt langsam und stetig erarbeitet. Und obwohl sie ungefähr den gleichen Marktanteil wie TCL haben, ist die Stimmung rund um die beiden Marken sehr unterschiedlich. TCL hat begonnen, eine Fangemeinschaft aufzubauen, indem es mit einer Reihe von Top-YouTubern und Influencern wie Linus Tech Tips und iJustine zusammenarbeitet. Digital Trends hat TCL sogar zum Fan-Favoriten für die CES 2024 ernannt. Hisense hat jedoch nicht diese Art von Ruf oder Hype. Ein Großteil ihrer Beliebtheit erklärt sich einfach durch ihre Fähigkeit, sehr preiswerte Fernseher herzustellen. Man kann einen 55 Zoll Hisense für nur $278 kaufen, einen 65 Zoll Fernseher für nur $400, einen mit 75 Zoll für nur $500 und sogar einen mit 85 Zoll für weniger als $1000. Auch wenn die Marken auf ganz unterschiedliche Weise an die Spitze gekommen sind, scheint es klar, dass TCL und Hisense die wahrscheinlichsten Kandidaten sind, um Samsung als größten TV-Hersteller der Welt zu entthronen. Einen Titel, den sie seit fast 20 Jahren innehaben. Schauen wir uns also den langsamen und methodischen Aufstieg von Hisense, dem Gegenpol zu TCL, an. Die Geschichte von Hisense führt uns zurück in den September 1969 nach Qingdao in China. Das war kurz nachdem die chinesische Kulturrevolution abgekühlt war und eine neue Regierung Gestalt annahm, die moderne Kommunistische Partei. Die meisten Leute, die bereits an der Macht waren, wurden entlassen und eine neue Gruppe von Führungspersönlichkeiten wurde von den Revolutionskomitees gewählt. Dieser Machtwechsel führte zu einer neuen Ära der chinesischen Elektronik. Die Parteiführung wollte, dass das Land eine führende Position in der globalen Elektronikbranche einnimmt, und setzte sich daher für die Gründung einer Reihe von Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik ein. Eines der Unternehmen, das aus dieser Asche aufstieg, war natürlich Hisense, aber damals hieß es noch nicht Hisense und stellte auch keine Fernseher her. Sie hießen Red Lantern und waren eigentlich gar kein richtiges Unternehmen, sondern nur eine kleine Fabrik, die sich auf die Herstellung von Radios spezialisiert hatte. Sie hatten auch keine Ambitionen, in den Fernsehmarkt einzusteigen, sondern wurden von der Regierung, genauer gesagt von Shandong National Defense Office, dazu gezwungen. Das Amt sorgte dafür, dass 3 Red Lantern-Mitarbeiter in einer nahegelegenen Fabrik geschult wurden, wo sie die Herstellung von Schwarz-Weiß-Fernsehern erlernten. Nach dieser Schulung produzierte Red Lantern 1971 die erste Charge von 82 Fernsehgeräten. Zum Vergleich, TCL wurde erst 1981 gegründet und stieg erst in den späten 2000er Jahren in die Fernsehproduktion ein. Red Lantern hatte also einen enormen Vorsprung, aber es ging alles andere als schnell. Tatsächlich dauerte es mehrere Jahre, bis sie ihre ersten Fernseher auf den Markt brachten, und auch das war nicht wirklich freiwillig. Die meiste Zeit der 1970er Jahre war Red Lantern mit Forschung und Entwicklung sowie mit Experimenten beschäftigt. So fanden sie zum Beispiel 1975 heraus, wie man Transistorfernseher herstellt, und 1978 brachten sie ihr erstes Modell für den breiten Markt heraus. Den CJD-18. Leider gibt es online keine Bilder von diesem Fernseher, aber wahrscheinlich sah er ungefähr so aus. Was die Red Lantern-Fernseher jedoch wirklich populär machte, war ein weiterer Regierungsauftrag. 1979 beschloss das Ministerium für Elektronik in Peking, dass es an der Zeit war, die Förderung der Elektronik zu verstärken und dass es am besten wäre, die Anstrengungen zu bündeln. So ordnete es an, dass Red Lantern mit mehreren lokalen Elektronikherstellern fusioniert und die Qingdao General Television Factory gegründet werden sollte. Dies war ein viel größeres Unternehmen als die einzelne Fabrik, mit der Red Lantern begonnen hatte, aber die Regierungsbeamten waren nicht gerade zufrieden mit dem Fortschritt von Red Lantern. Es war schon fast ein Jahrzehnt her, dass sie das Unternehmen mit der Entwicklung von Fernsehern beauftragt hatten, aber sie hatten noch nicht einmal herausgefunden, wie man Farbfernseher herstellt. Diese Strategie der internen Forschung und Entwicklung lief offensichtlich nicht gut, sodass Qingdao begann, nach externer Hilfe zu suchen, um sein Wissen über Fernseher zu erweitern,
Was im Grunde einfach bedeutet, dass sie begannen, erfolgreiche TV-Marken abzukupfern. Dabei ist anzumerken, dass sie dies mit Klasse taten. Sie haben nicht einfach einen Panasonic-Fernseher gekauft und ihn nachgebaut. Stattdessen gingen sie zum Gründer von Panasonic, Konosuke Matsushita, und kauften ihm eine Produktionslinie für Farbfernseher ab, um zu lernen. Später taten sie dasselbe mit Hitachi, Lucent, NEC, Sanyo, Toshiba und Qualcomm. Das gab ihnen schließlich den technologischen Schub, den sie brauchten, um moderne Fernsehgeräte zu produzieren, und sie wurden in den 1990er Jahren zu einem schnell wachsenden TV-Giganten in China. Um diesem neuen Status auf dem Markt gerecht zu werden, änderte King Dao 1994 seinen Namen in Hisense und leitete damit eine neue Ära für das Unternehmen ein. Die meisten asiatischen Marken stellen zunächst einen Haufen beliebiger Elektronik- und Haushaltsartikel her und werden dann im Laufe der Zeit für ein bestimmtes Produkt bekannt. Panasonic zum Beispiel stellte anfangs Fahrradlampen her, wurde dann aber durch die Herstellung von Fernsehern, Mikrowellen und Festnetztelefonen bekannt. Auch LG begann als Kosmetikhersteller, ist aber heute für seine Haushaltsgeräte und wunderschönen OLED-Fernseher bekannt. Hisense hingegen ging den genau entgegengesetzten Weg. Sie begannen mit der Herstellung von Fernsehern und begannen dann auch alles andere herzustellen, aber sie sind immer noch nur für ihre Fernseher bekannt. In den 1990er Jahren begann Hisense seine Produkte um alles Mögliche zu erweitern. Dazu gehörten Klimaanlagen, Kühlschränke, Waschmaschinen, Öfen und Handys. Ab 1991 begannen sie auch, all diese Produkte zu exportieren, aber in dieser Zeit war der Name Hisense trotzdem nicht sehr bekannt, weil das Unternehmen hauptsächlich als Erstausrüster oder OEM tätig war. Das heißt, es stellte Teile für die Marken her, die man eigentlich kennt. Mit welchen Marken Hisense genau zusammenarbeitete, ist größtenteils unbekannt, weil sich in den 90er und 2000er Jahren niemand für einen chinesischen OEM-Hersteller interessierte und das Ganze daher nicht so gut dokumentiert war. Wir wissen aber, dass TCL einer von Samsungs LCD-Lieferanten war, also hatte Hisense wahrscheinlich ähnliche Partnerschaften mit solchen Marken hinter den Kulissen. Hisense wollte aber nicht ewig im Hintergrund bleiben und trat daher im Laufe der Zeit langsam ins Rampenlicht. Zum Beispiel ging das Unternehmen 1997 an die Shanghaier Börse und im Jahr 2002 gingen sie eine Partnerschaft mit Hitachi im Bereich Klimaanlagen ein, die ihnen mehr Aufmerksamkeit verschaffte. Aber was die Marke Hisense wirklich geprägt hat, waren natürlich die Fernsehgeräte. Der erste Durchbruch gelang Hisense im Jahr 2005, als das Unternehmen den ersten industriellen digitalen Videoverarbeitungschip in China entwickelte. Seltsamerweise brauchte Hisense nach dem Einstieg in den Fernsehmarkt noch 35 Jahre, um diesen Durchbruch zu schaffen, aber jetzt, wo sie endlich ihren eigenen Weg gefunden hatten, ging es schnell voran. Nur zwei Jahre später, im Jahr 2007, nahm Hisense die erste Produktionslinie für Farbfernseh-LCD-Module in China in Betrieb, und ein paar Jahre später, im Jahr 2010, hielt der Vorsitzende von Hisense auf dem CES Summit Forum eine ermutigende Rede darüber, wie Hisense die Dinge von Made in China zu Created in China ändern würde. Das war zwar eine ziemlich mutige Rede, aber Hisense hatte noch einen langen Weg vor sich, um Marktführer zu werden. Die Realität sah so aus, dass Hisense zwar endlich organische interne Fortschritte machte, aber immer noch weit hinter den Marktführern zurücklag, die LCD und sogar LED weit hinter sich gelassen hatten. Die Marktführer waren sehr mit OLED beschäftigt, während Hisense noch immer mit LCD herumspielte. In der Vergangenheit hätte Hisense zu diesem Zeitpunkt eine LED- oder OLED-Produktionslinie von einem der Marktführer aufgekauft, aber dieses Mal entschied sich Hisense, seinem Motto Created in China treu zu bleiben, und wählte einen völlig anderen Ansatz. Das Unternehmen beschloss, OLED ganz zu überspringen und einen eigenen digitalen Standard namens ULED zu entwickeln, den es 2014 auf den Markt brachte. Hisense behauptete gerne, dass sie ein Display entwickelt haben, das besser ist als OLED. Was einfach nicht stimmt, aber sie haben etwas geschaffen, das viel besser ist als normale LED-Displays und nur einen Bruchteil der Kosten von OLED verursacht. Natürlich war dies eine sehr beliebte Option bei den Verbrauchern und Hisense war noch nicht einmal auf dem US-Fernsehmarkt vertreten. Da das Unternehmen aber mittlerweile ein ziemlich großer Player war, waren sie im Begriff, sich an die Eroberung der westlichen Märkte zu machen. Hisense betrat die westlichen Märkte mit einer völlig anderen Strategie als TCL. Eine der Kernstrategien von TCL war es, als No-Name-Marke zu florieren, denn sie waren der Meinung, dass dies ihr größter Vorteil war. Sie hatten zwar kein Markenimage oder einen guten Ruf, der für sie sprach, aber die Marke war auch frei von Ballast, der gegen sie gesprochen hätte. Das bedeutete, dass die Produkte und die Preise für sich sprechen konnten, und wenn ich mir anschaue, wo TCL heute steht, würde ich sagen, dass das ziemlich gut funktioniert hat.
Hisense hingegen entschied sich für die genau gegenteilige Strategie und kaufte eine Marke mit einer Menge Ballast auf, Sharp. In den 90er und 2000er Jahren war Sharp eine führende Fernsehmarke, aber mit dem Aufstieg von Samsung und LG und den neuen TV-Standards wurde Sharp weitgehend ins Abseits gedrängt. Das Unternehmen war sogar so gut wie bereit, den amerikanischen TV-Markt aufzugeben und genau da kam Hisense ins Spiel. Im Jahr 2015 erklärte sich Hisense bereit, Sharp 23,7 Millionen Dollar für die Markenrechte an der Marke Sharp für die nächsten 5 Jahre zu zahlen und betrat so den amerikanischen Markt. Das war eine ziemlich clevere Strategie, denn so konnten sie den amerikanischen TV-Markt kennenlernen und eventuelle Probleme ausbügeln, ohne ihre eigene Marke zu verletzen und sagen wir einfach, sie hatten einige ernsthafte Probleme. Die Muttergesellschaft von Sharp, Foxconn, verklagte Hisense sogar, weil sie miserable Fernseher herstellte und die Marke Sharp beschädigte. Hisense streitet diese Anschuldigung natürlich ab, aber darüber kann man denken, was man will. Sharp war auch nicht die einzige Marke, mit der Hisense experimentiert hat. Im Jahr 2017 kaufte Hisense 95% des TV-Geschäfts von Toshiba für nur 83 Millionen Dollar auf. Dadurch erhielt Hisense 40 Jahre lang Zugang zu Toshibas Produktionsstätten, Forschung und Entwicklung, Marketingabteilungen und die Markenrechte. Mit all dem Wissen, das sie aus Toshiba und Sharp ziehen konnten, wollte Hisense schließlich mit der Marke Hisense selbst auf den US-Fernsehmarkt Fuß fassen. Dieser Vorstoß war keineswegs perfekt, aber er war äußerst wirkungsvoll. Zwar gab es immer wieder Beschwerden über die Qualitätskontrolle, aber diese wurde immer besser und in der Zwischenzeit eroberten die preiswerten Fernseher von Hisense immer mehr Marktanteile. Hisense hat diesen Trend noch verstärkt, indem es ein paar wichtige Marketingpartnerschaften eingegangen ist. So wurde Hisense zum Beispiel offizieller Sponsor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 und der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Im Jahr 2020 wurde Hisense außerdem Hauptsponsor der NRL, der National Rugby League und zuletzt im Jahr 2023 wurde Hisense offizieller TV-Sponsor der NBA. Trotz dieser Partnerschaften und Marktanteile scheint es Hisense an einer starken Fangemeinschaft zu mangeln. Auch TCL fehlte dies die lange Zeit, aber es scheint, dass der jüngste Vorstoß in dem Bereich der 100-Plus-Zoll-Fernseher dem Unternehmen eine neue, treue Anhängerschaft von TV-Enthusiasten beschert hat. Hisense hingegen ist größtenteils immer noch nicht mehr als eine preiswerte Marke. Wer weiß, vielleicht hat Hisense ja noch eine weitere Entwicklung in petto, um TCL zu überholen, denn das Unternehmen ist seit über 50 Jahren auf dem Fernsehmarkt vertreten. Aber selbst wenn sie das nicht tun, vermute ich, dass Hisense eine wirklich starke Nummer 2 sein wird und das verdanken sie ihrem langsamen und methodischen Aufstieg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.